Ja, wir sind um 15 Uhr alarmiert worden. Alarmstufe Brand, landwirtschaftliches Anwesen in Dürnhausen, Habach, Habacher Gemeindebereich. Großalarm für alle umliegenden Feuerwehren. Es hat sich nachher herausgestellt bei der Ankunft der ersten Weihen, dass das Gebäude bzw. das landwirtschaftliche Anwesen im hinteren Teil, die Tenne, bereits im Vollfeuer ist. Das Feuer auf das Dach des Wohnhauses übergreift aufgrund der Lattung, die bei der Brandmauer nicht ganz unterbrochen war. Und die ersten Einheiten haben dann gleich begonnen mit der Wasserförderung aus Löschwasserbehältern, aus Hydrantennetzen und vom nahen liegenden Weiher. Es sind auch insgesamt an die 15 Feuerwehren aus den umliegenden drei Landkreisen alarmiert worden, weil wir hier auch die grenzüberschreitende Alarmierung haben. Und insgesamt haben wir etwa 280 Feuerwehr-Einsatzkräfte im Einsatz gehabt, plus BRK mit dementsprechenden Rettung, RTWs, Notärzte und den Einsatzleiter Rettungsdienst, ebenso Polizei, Kriminalpolizei vor Ort. Die Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung ist mit eingetroffen. Es sind nachher drei Brandabschnitte gebildet worden. Einer für den Innenangriff des Wohnhauses, Außenangriff des Wohnhauses und einmal das landwirtschaftliche Anwesen. Die Strahlungshitze war auch aufgrund der heutigen Temperatur enorm hoch, sodass auch noch weitere drei Gebäude bereits Feuer gefangen haben, konnten aber nachher durch die Riegelstellung der Feuerwehren gehalten werden. Bis natürlich aufgebaut ist und das Wasser kommt, dauert natürlich. Und dementsprechend halt auch 4 bis 5 Versorgungsleitungen aus den naheliegenden Weiher raus. Güllefässer sind ebenfalls zum Einsatz gekommen. Wir haben nachher auch Reservekräfte vom Artenschutz her noch nachalarmiert. Die waren in Bereitschaft. Artenschutzgeräteträger werden wir circa an die 60 bis 70 eingesetzt haben, weil doch die Rauchentwicklung immens stark war. Im näheren Umfeld war alles komplett im Rauch und es ist wahnsinnig schwierig gewesen, bei diesen heutigen Außentemperaturen auch für die Feuerwehrkameraden da die Brandbekämpfung durchzuführen. Es war also eine körperliche Höchstleistung. Ich kann auch wieder betonen, die hervorragende, gute Zusammenarbeit, weil wir halt miteinander viel üben, weil man sie kennt und wenn es auch am Anfang recht hektisch zugeht, aber bis nachher alles nachher seine Reihe gefunden hat und bis alles organisiert ist und dann hat sich alles normalisiert. Und ich denke, soweit haben wir den Einsatz gut abarbeiten können. Momentan sind wir noch dabei, das ganze Heu und das ganze Balkenwerk, was mittlerweile zusammengestürzt ist vom Dachstuhl her, zu beseitigen. Wir fahren das auf eine nahegelegene Wiese, können das da Gott sei Dank mit Güllefässer ablöschen, sodass wir da auch nicht einen großen Aufwand betreiben müssen. Es wird alles separiert, die Sparren natürlich separat und Metallteile separat und das Heu, sodass wir das jetzt alles auseinanderklappt. Die Arbeiten werden noch circa bis in die Nacht hinein, so 10, 11, vielleicht 12 dauern, bis die Restarbeiten nachher fertig sind. Man konnte natürlich noch einiges auch im Haus drinnen retten. Man hat mit der Besitzerin Wertgegenstände raus und wichtige persönliche Dinge auch noch sichern können. Gott sei Dank haben die Leute eine Unterkunftsmöglichkeit im Nachbarhaus, das zu einem landwirtschaftlichen Anwesen dazugehört. Das ist eine Familie und von daher ist es auch gut, dass die Leute nachher wieder ein Dach über den Kopf haben, weil die nächsten Tage werden wir wahrscheinlich rechnen müssen, dass Regen kommt, so wie der Wetterbericht schaut. Also muss man schauen, dass man morgen ein Zimmer kriegt, dass auch da das Wohnhaus einigermaßen wieder mit Planen abgedeckt wird, sodass man auch da wieder nachher den Rest noch sichern kann. Ich habe es erst gestern erlebt bei einem Heckenbrand, der klein angefangen hat. Der wollte mit einem Bunsenbrenner, Gasbrenner, wollte der sein Unkraut wegtun und hat die ganze Hecken gezunden. Das hätte bald da auch zu einem Gebäudebrand geführt, beziehungsweise zwei Gebäude. Es ist natürlich aufgrund der schnell steigenden Temperaturen, zuerst haben wir 10 Grad gehabt, jetzt 30 Grad, wird es natürlich doch sehr trocken. Und mit offenem Feuer natürlich sollte man da äußerst vorsichtig sein, Löschmittel sofort bereitstellen, Wasser, Feuerlöscher. Und man soll wirklich da mit Bedacht sich überlegen, mache ich einen Grillo, mache ich da ein Feuer, ist das in Ordnung? Weil es geht wahnsinnig schnell, dass irgendwas nachher in Brand gerät, aufgrund der Trockenheit. Also die nächsten Wochen werden wir wieder mit steigender Trockenheit natürlich zu rechnen haben. Zuallererst der Notruf 112 auslösen. Die Leitstelle, die lassen sofort einen Alarm raus. Wenn sie das machen, dann können sie sicher sein, dass innerhalb von 10 Minuten, wahrscheinlich so früher, die ersten Einheiten vor Ort sind und eine sachgerechte Hilfe kommt. Die Leute haben die Ausbildung, dafür ist die Feuerwehr da. Und erst wenn ich den Notruf abgesetzt habe, dann selber mit meiner Löschmaßnahme beginnen. Oder vielleicht parallel dazu, kommt drauf an, ob man alleine ist oder ob mehrere beieinander sind. Aber lieber durch zwei den Notruf absetzen lassen, dann habe ich die Gewissheit, dass ich auch innerhalb ein paar Minuten sachgerechte Hilfe habe. Durch Feuerwehr, durch BRK, auch durch Polizei. Unsere BOS-Einsatzkräfte, die sind da zur Verfügung.